So, also die Werte vom letzten Tag im heutigen Quartal, die heute besonders interessant in Erscheinung getreten sind, ist einmal der Wert aus dem Stahlbereich, MT, wo wir ein sehr hohes Volumen auf, glaube ich, Juli festgestellt hatten, hier mit Strikepreis 11 und wo wir natürlich dann auch einige Möglichkeiten sehen, gerade über Prämiengenerierung. Da kurzfristige Sachen mitzunehmen. Auch ein Wert, der sehr, sehr kurzfristig gehandelt wird und vor einem weiteren Ausbruch aktuell steht, ist der Wert aus China mit dem Symbol NIO und ja, chinesischer Elektroautomobilhersteller, der einen ganz guten Aufwärtstrend hat und uns auch einige schon richtig gute Gewinne in den letzten Wochen mit beschert hat. Hier auch, wie vorhin erwähnt, gute Möglichkeiten, Prämien zu generieren über Short-Put-Optionen, wo wir natürlich dann auch das ein oder andere dann in längerfristige Call-Optionen oder mittelfristige Call-Optionen investieren können, was glaube ich auch im kurzfristigen Bereich einiges an Gewinn mitbringen kann. Und der vierte Wert, kann man somit sagen, oder dritte Wert erst einmal aus dem Halbleiterbereich, ist Marvell Technology Group mit dem Symbol MRVL. Hier war es leider etwas weit weg vom aktuellen Kurs, aber hier gibt es auch weiterhin Wetten, die auf einen stärkeren Anstieg in den nächsten 2,5 Wochen spekulieren. Und das setzt sich auch mit ein Stück weit fort, was wir gestern schon gesehen haben bei ON. Also da im Halbleiterbereich aktuell einiges an Volumen auf der Call-Seite, also auch steigende Kurse, aber auch hier eher wirklich im kurzfristigen Bereich bis Mitte Juli. Also es ist kaum etwas heute zu sehen gewesen von länger laufenden Optionen. Vieles wirklich bis Ende der Woche oder bis zum monatlichen Verfallstag dann im Juli. Das gleiche bei Wendy's Company mit dem Symbol WEN, wo wir hier auch einiges an Call-Volumen mit drin hatten. Aber von den vier Werten, die wir hier sehen, finde ich jetzt im kurz zu laufenden Bereich die ersten zwei, die mich ja, am meisten überzeugt haben, mit dem Titel, den wir jetzt hier in dieser Folie gar nicht sehen. Und zwar ist das Silber. Als ETF hatten wir jetzt einiges an Volumen gesehen, was vielleicht auch so ein Stück weit eine Sicherheit mit darstellen kann für das bestehende Depot. Also das wäre vielleicht noch ein Wert, den man hier nochmal explizit mit benennen sollte. Mit dem ETF SLV wird natürlich als ETF so für Sie nicht handelbar sein, aber in der Form natürlich dann über Optionen. Und da kommen wir schon zum nächsten Thema. Wo sind wir denn jetzt hier in welchem Bereich mit eingestiegen? Und die Titel gebe ich Ihnen natürlich dann wie gewohnt über den Skype-Chat mit an die Hand. So, und wir schauen sie uns natürlich gleich hier noch einmal an. Das heißt, es gab jetzt neben dem Wert, den wir jetzt gestern schon eröffnet haben, für American Airline habe ich jetzt eine Put-Option auf den angekündigten Titel NIO bis zum Ende der Woche auf 7,5. Natürlich mit der Voraussetzung, dass ich auch durchaus die Aktien mit ins Depot einbuchen lasse, kriegen Sie als aktuell $23 für die Prämie. Und dann schauen wir mal, wie sich das jetzt morgen und Donnerstag noch entwickelt. Und auf der Call-Seite, wie gerade eben schon gesehen, war es der Wert SLV, wo wir gerade eben drüber gesprochen haben und uns für einen Long Call entschieden haben. Hier noch kurz vorm Ausbruch der 17-Dollar-Marke ist jetzt aber auch einen kleinen Tick zurückgekommen. Das läuft bis zum 17. Juli. Und als dritten Wert werde ich höchstwahrscheinlich für heute jetzt noch MT mit reinnehmen. Den Wert, den wir ganz besonders bis Beginn gesehen haben aus dem Stahlsektor. Das gebe ich Ihnen aber alles wie gewohnt über den Skype-Chat mit an die Hand. Die Aufzeichnung schicke ich Ihnen dann auch wie gewohnt im Anschluss gleich zu, so dass Sie sich das in Ruhe auch noch einmal alles mit anschauen können, für diejenigen, die vielleicht etwas später hinzugekommen sind. Und alles Weitere, wie gewohnt, dann über unseren Trading-Chat oder Skype-Chat, wenn sich da in den nächsten Tagen noch was tut, gerade bei den Kurzlaufenden, ist es natürlich wichtig, da auch immer mit am Ball zu bleiben. Auch das
Wir hatten wir ihn natürlich über den Skype-Chat alles wie gewohnt liefern können. Ja, ansonsten bleibt mir nur eins für den Abschluss, Ihnen noch einen angenehmen Abend, eine gute Woche, eine erfolgreiche Woche vor allen Dingen zu wünschen. Und wenn noch irgendwelche Sachen von Ihrer Seite jetzt als Fragen offen sind, schreiben Sie mir. Wir können diese Sachen dann gerne hier im Detail noch mit besprechen. Die Kanäle sind, denke ich mal, bekannt, aber für diejenigen, die neu dazugekommen sind, gerne nochmal hier die Übersicht. Die kompletten Termine für den Juli sollten Sie am Montag im Newsletter gesehen haben, also die nächsten Live-Schaltungstermine. Heute war ja der letzte Termin für Juni, aber alles andere im Juli haben wir soweit geplant, Ihnen mitgeteilt. Und wenn Fragen auftreten, wie gewohnt, gern per Skype oder per E-Mail. Ihnen einen schönen Abend und bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.